Was geht? Wie war die Fahrt? Gut, Mann, alles gut. Oh. Walla, hast du gut gefunden? Wo hast du geparkt eigentlich? Hier. Das ist aber Strafzettel. Egal. Abschleppen aber. Was machst du immer eigentlich? So, Tomate. Tomate habe ich schon nicht gemacht. Was geht ab, Leute? Heute ist unser Off-Day. Immer dieses Leute, heute ist auf jeden Fall Off-Day. Wir sind bei einem sehr. Ich will es nicht sagen, sonst kriegt der Nase hoch. Voilà. Auf jeden Fall, wir sind heute Gast. Wir sind heute Gast bei Werza. Unser bester Mann. Der hat uns eingeladen zum Frühstücken. Und hier beginnt eigentlich, oder ab jetzt beginnt dieser Off-Day-Tag. Und ihr bekommt es jetzt mit. Hier hinter der Kamera ist Roman. GmbH. Wenn ihr Arbeit braucht, bewerbt euch bei Roman GmbH. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich frühstücken. Kennst du diese Crips? Crisp? Wie heißt die Crips? MTV Crips. MTV Crips. Come on. That's the flower. That's the flower. Wie heißt die Flower? Geil, Bruder. Guck mal, du musst auch von Seite filmen. Diese. Chief. Diese Pferde sind Chief. Hier ist Bruder, ist privat, geht nicht. Zwei Zimmerwohnung, kein Geld für drei. Jetzt hier, fangen wir. So, Jungs, ich bin nebenbei auch ein ganz großer Dealer von meinem Block in the house. Oha, was ist das mal? Block-Dealer hoch 10. Was brauchst du? Süß-Dealer. Was brauchst du, Bruder? Weißes, grünes, gelbes. Das ist voll geil, wenn ich da sitze. Einfach hochbachern. Meine Frau bringt mir was zum Essen. Ah, noch was. Die Besten auch. Servus. Das ist ja nicht dein Ernst, wirklich. Hey, du bist wirklich unglaublich so. Salam alaikum. Na, ich stehe wieder auf deinem Platz. Was ist das für Spiel? Gib mir. FIFA 17. Von wem ist von dir? Jo, was geht ab? Wir sind heute bei Wannes. Das ist jetzt nicht denselben Pulli an, Alter. Scheiße, Mann! Ey, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Scheiße, Mann. Glaub nicht, Mann. Scheiße, Mann. Ganz richtig gehört von dir, dann hast du sein T-Shirt an. So, Off-Day, trotzdem haben wir was zu tun. Und zwar ist es 16:30 und hier stehen Kartons. So, hier drinnen befinden sich die Verbrecher aus der Wüste Boxen. Was haben wir damit vor? Morgen geht's weiter, München, Stuttgart und Mannheim. Geht's weiter mit der Tour, die Verbrecher aus der Wüste Tour. Deswegen haben wir auch die Boxen dabei. Wir wollten sie auch in Berlin, Hamburg und Köln mitnehmen und sie dort anbieten. Leider wurden sie zu spät geliefert. Aber ich hoffe, wir können das Ganze nachholen. München, Stuttgart, Mannheim, Zürich, Frankfurt. Ihr könnt die ganzen, oder ihr könnt hier statt Merch auch nochmal hier die Boxen kaufen. So. Komm vorbei, Wannes ist wieder mit am Start. Er ist leider gerade nicht hier. Was macht er denn überhaupt, der Wannes? Der Werza. Friseur gewesen, der war doch beim Friseur. Wo war der? Beim Friseur. Friseur. Achso, der ist auf jeden Fall zum Friseur gegangen mit seinen drei Haaren auf dem Kopf. Er will sie nochmal richten lassen. Ja, was kann ich sonst sagen? Alles gesagt? Ja. Okay, super. Wir packen hier ein bisschen die Boxen aus und arbeiten ein bisschen weiter und
Ich denke, wir werden demnächst weitermachen mit dem Tourblock Off Day. Viel Spaß, Jungs. Viel Spaß, Mädels. Einkaufen für morgen, damit wir auch frisch sind morgen auf der Bühne. Ja, das machen wir später, Solarium. Was habe ich noch gesagt? Ah, auf jeden Fall muss ich, weil meine Stimme ist endlich wieder da. Das heißt, ich kann wieder eine fette Shisha rauchen bei Al-Hayat, Lessingstraße 36, die Kellnerin serviert. Ich rauche meine Shisha und höre Amr Diab. Komm, wir müssen den Alkohol. Mit meinen. Sieht das rau an? Aber hast du deine Schuhe fotografiert? Die neue Jesus. Nice. Jesus. Jesus. Schau mir gleich Snatch. Ja, ich muss auch jetzt Snatch. So, ich zeige euch jetzt, wie man hier nichts kauft. Was? Massiv. Aber wo ist meine? Wo ist was? Hey, wo ist meine CD, Mann? Die haben nicht mal meine CD hier reingesteckt. CD gefunden, war. Ich habe CD gefunden, aber. Das ist ja schon sehr lange her, als er das veröffentlicht hatte. Da hat er noch Haare gehabt. Wie heißt das? Originalalbum, Klassik. Wolfgang Petri. Where's the Petri? What? Action! Ja, wie ist das? Gut, ne? Los. Alles gut? Ja, klar. Alles gut? Ich will nicht, dass da sitzt jemand. Ich habe auch eine Blockade einfach, weil ich krieg keine Luft mehr, Mann. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der Lachs ist bei euch, gell? Ich auch. Ist auch? Richtig geil, gell? Mit Zitrone, Salz. Mhm. Sushi? Lieb ich, wallah. Aber frische, nicht so dieses... Gute Sushi. Ja, nein, es gibt doch dieses All You Can Eat. Ja. Da machen die immer so Vorbereiten, dann steht das schon so 3-4 Stunden. Aber wenn die frisch machen, ist richtig geil. Ansonsten will ich es gar nicht. Schmeckt es mir nicht. Cool. Wenn wir die Uhr ablegen. Cool. Schäfer das, Bruder. Nein. Verarsch mich doch, sei mir ehrlich. Schau, wie hässlich das aussieht. Das sieht gut aus. Und so? Sehr ehrlich. Ja. Ah, wie der lügt, Mann. Sag mal die Wahrheit, Mann. So, aber. Jo. Bruder, komm. Hey, guck mal, wer da ist, Mann. Bam! Du fette Schwein, Alter. Was, seit wann bist du gekommen, Mann? Warum? Seit wann lässt ihr auch Walrösser hier rein? Was ist das? Was machst du, Mann? Was ist das?
Alter, was machst du, Mann? Das weiß er. Ja. Welcher Ding? Ja. Hey, sag doch mal. Ach! Hey, sag doch mal. Hey, sag mal. Was geht? Du unnötiger Mann, nicht mal hier will dich jemand. Das ist Renas, unser Bra aus Heidelberg. Er weiß, Amazon Passage 1, 1. Stock, 11. Stock. Mein Nachbar. Okay. Haben, komm mal her kurz. Wer bist du eigentlich, Haben? Das ist Haben Lebas, der im Kreativteam eigentlich für Almas zuständig ist. So, wo stehen wir hier? Im Studio von Ardian Bouyoupi. Wir gehen jetzt mal rein, gucken uns mal seine Arbeit auch ein bisschen an, wenn er erlaubt natürlich. Ansonsten gucken wir ein bisschen so. Wir kennen uns ja auch sehr lange. Ich würde gerne, dass er sich selber vorstellt. Ja. Aha. Hey, was geht? Alles gut, Bro? Wie geht's dir? Also, willkommen. Was geht, Haben? Alles gut? Ich mach gerade so was Eigenes, aber... So, auf jeden Fall für die Leute da draußen. Manche wissen das, aber manche wissen es nicht. Wir kennen uns schon seit 2005 oder sogar noch länger, gell? 2000, so ungefähr 3. Aber seit 2005 oder... 5 oder 6 haben wir Musik angefangen, ja, gell, zusammen. Ja, auf jeden Fall durch einen sehr guten Freund, auch immer noch, aber, ja. Aber ohne er. Unser Bra, grüß ihn hier an dieser Stelle. Und jetzt, wie gesagt, sind wir immer noch miteinander und machen für die Zukunft. Kinderzimmer angefangen, weißt du noch? Ja, Mann. Ja, Mann. Einmal bei mir, einmal bei ihm. Ja, war richtig geil. Stimmt, bei dir habe ich auch aufgenommen. Ja, genau. Wo ich gesagt habe, bring mal Zitronen für die Stimme. Ja, ja, Mann, auf digital, als wissen wir, was wir machen. Genau, wie es läuft, Alter. Auf jeden Fall. Verschickt, Digga. Deswegen, es macht immer noch Spaß, miteinander zu arbeiten. Und deswegen werden wir auch in der Zukunft zusammenarbeiten. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit. Bruder, wir haben doch auch ein eigenes Ding. Ja. Willst du das zeigen? Ja, das kann ich zeigen, Bro. Ich weiß nicht, ob das jemand überbietet. Okay. Ich küsse dein Herz, ich wusste das. Ah ja, muss, was soll ich machen? Also ich habe das geschafft, hier rauchen zu können. Nochmal für Omar. Ich glaube, Omar wird nicht ausrasten. Ah. Hände schwitzen, Ungeduld, Kopf raucht. Ermat Grund City, Russia, Moskau. Stresserblick, Gesichter ohne Mimik. Zivis observieren, in dem Honda Civic. Die Träne fließt. Lass dich fallen, flieg mit mir. Von Teheran über Soleimani, von Barcelona nach Izmir. Geld ist dir egal, über die Berge bis ins Tal. Den ganzen Tag am Strand, du kannst Sterne sehen, wenn ich schlafe.